Wassenberg wird im Luftkrieg der Alliierten zur Einflugschneise. Burgbesitzer Robert Kofferath beobachtet die dramatisch erleuchteten Nächte von seinem Präsentierteller Burg aus. Es sind grauenhafte Schauspiele, die wir hier nächtens von der Burg aus zu sehen bekommen. Um uns herum die Angriffsziele Aachen, Köln, Düsseldorf, Gladbach, Krefeld, Duisburg, Ruhrgebiet. Wenn ich nachts über den Selfkant blicke, ist das oft ein wildes Feuerwerk. Überall hängen die Christbäume am Himmel, um die Orientierung der feindlichen Geschwader zu erleichtern. Irgendwo kracht es immer. Das ganze Heinsberger Land vor uns liegt unter einem gespenstigen Wetterleuchten. Über uns donnern die Maschinen. Ich habe schon 150 Bomber in einer Viertelstunde gezählt. Neulich kam einer auf dem Rückflug so tief, dass wir den Piloten in seiner Kanzel sehen konnten. 12. März 1944, gerade in der Nacht vor einer Woche, fiel hier unmittelbar neben der Kirche ein 4-Zentner-Ei und zwei andere in der Nähe. Die Kirche hat einiges abgekriegt und auch einige Häuser am Stiftsplatz sind beschädigt. Es ging aber ohne Menschenverluste ab. Der Mutter von Pastor Bär flog ein Sprengstück in den Holzrahmen ihres Bettes, in dem sie schlief, denn es war kein Alarm. Dem Kind einer Krefelder fliegergeschädigten Familie sauste ein Splitter ins Kopfkissen, auf dem es lag. In einem anderen Haus zerschlitzte ein Sprengstück ein Plümo, unter dem eine Frau schlief. Das ganze Zimmer sah dann wie bei Frau Holle aus. Drei ganz sonderbare Glücksfälle. 28. Mai 1944, wir sitzen auf der Burg in der Ehrenloge. Mehrere Dörfer schwer gequetscht, Tote in Hilfahrt, Gräben. In Asbeck eine Reihe Häuser kaputt. In Bocket brannte es lichterloh. Ein Bomber landete bei Bahnhof Rosenthal, einer wurde bei Gerderath abgeschossen. Allein letzten Sonntag hörten wir viele Bombeneinschläge von irgendwoher. Auch bei uns klirrten die Fenster und Porzellan fiel von der Etagere. Übrigens in Köln ist große Stadttrauer. Tönnes und Scheel sind nicht mehr. Man fand beide, verkohlt, vor dem Radio nach einer Goebbels-Rede. 29. Juni 1944. Hier ist täglich Alarm. Die Bevölkerung ist nervlich fertig. Wer nachts dreimal raus muss. Im Kino Flash war eine NS-Kundgebung. Während dieser Zeit durfte kein Alarm gegeben werden, damit die Siegesreden nicht widerlegt wurden. Im Judenbruch liegt ein Blindgänger. Wenn ich die Braunen von Wassenberg sehe, rufe ich laut, Sieg Heil. Sieg Heil. Dann glotzen sie mich böse an und meinen, ich wollte sie veräppeln. Ich sage dann aber schnell, ich meine es ernst. Wir schaffen das schon. Vom Wassenberger Burgberg aus kann man im Januar 1945 die feindlichen Panzer mit bloßem Auge erkennen. Die Front wird hinter die Ruhr zurückgenommen. In diesen Abschnitt der Schlacht um das Ruhrtal fällt auch die Zerstörung der 826 Jahre alten Georgsbasilika. Am 16. Januar 1945 wird das Langhaus durch Bomben zerstört, in der Nacht vom 19. zum 20. Januar fallen Phosphorbomben auf den Turm und setzen ihn in Brand. Die Offensivanfänge des Unternehmens Birkhahn sind also die Zerstörungsdaten des berühmten Wassenberger Gotteshauses. Pater Hehner berichtet. Schon gegen 18 Uhr am 16. Januar 1945 setzte eine rege Fliegertätigkeit ein. In der jetzigen Notkirche, dem Jugendheim, war damals ein Lager russischer Schanzarbeiter, die außerdem den Kindergarten belegt hatten. Gegen 22 Uhr wurde ich aufgeschreckt durch die Explosion zweier Bomben in unmittelbarer Nähe. In meiner Wohnung wurden die Türen aus der Füllung gerissen, alle Fenster gingen in die Brüche und der ganze Keller war sofort mit Staub und Schmutzwolken angefüllt. Als ich dann sofort nach oben ging, sah ich, dass die Kirche getroffen war. Die russischen Arbeiter hatten sich zu retten versucht. Einer von ihnen, Boda Nikolai, war durch Bordwaffenbeschuss getötet worden und zwar hinter dem Jugendheim am Gondelweiher. Als ich auf dem Stiftsplatz stand, kreiste das Flugzeug noch immer über unseren Köpfen. Am nächsten Morgen stellte ich fest, dass die Kirche von zwei Bomben getroffen war. Eine hatte den Turm an seiner Nordseite gestreift und war an seinem Fundament explodiert. Die andere Bombe musste schon nach dem Durchschlagen des Daches, vielleicht auf der flachen Decke der Kirche explodiert sein, denn ein Trichter war nicht mehr zu finden. Doch hatte ich deutlich zwei Explosionen gehört. Auch schloss ich aus der Wirkung der Explosion auf diese Möglichkeit. Die Seitenwände der Kirche waren nämlich nach außen gedrückt worden. Im Innern der Kirche lag nur die Konstruktion der Decke und einige Teile des Daches.
In der Nacht vom 19. zum 20. Januar 1945 fielen in den Trümmerhaufen der Kirche noch Phosphorbomben, so dass der Turm in Brand geriet. Eine Bombe explodierte unter dem Turm, dort, wo früher die Orgel gestanden hatte. Eine zweite schlug in das linke Seitenschiff und explodierte in der Nähe des Ausganges zum Stiftsplatz. Eine dritte durchschlug das Dach des Kindergartens und explodierte auf dem Platz. Es mochte etwa 3 Uhr am Morgen sein, als ich durch diese Explosionen geweckt, auf dem Platz war. Da meine Wohnung bedroht war durch den umherspritzenden Phosphor, versuchte ich zunächst, die unmittelbare Gefahr zu bannen. Nach einiger Zeit bemerkte ich, dass auch der Kirchturm Feuer gefangen hatte. Phosphor war bis an den Turmhelm gespritzt und an der Ostseite begann der Turm am Helmansatz zu brennen. Gegen 7:30 morgens stürzte dann der brennende Turmhelm nach Westen ab. Maria Domen aus Wassenberg und ihre Schwester erlebten den Untergang des kunstvollen Gotteshauses aus nächster Nähe. Wir befanden uns zu der Zeit in der Kaplanei im Keller, als uns das Herunterpoltern von Schutt, Steinen und so weiter auffahren ließ. Ich glaube, es war zwischen 22 und 23 Uhr. Wir hatten kaum etwas von Fliegern gehört, nur den UVD, der Tag und Nacht als Unteroffizier vom Dienst über Wassenberg kreiste und über den sich niemand mehr aufregte. Der Zerstörung der Kirche gingen 2 kurze Detonationen voraus. Waren es Bomben? Waren es Luftminen? Wer wollte es sagen? Das Kirchenschiff war jedenfalls buchstäblich vom Turm wegrasiert und auseinandergerissen worden. Wenige Nächte später geriet dann der Kirchturm in Brand. Die Nacht war sehr unruhig und es steht einwandfrei fest, dass der Turmhelm durch Phosphor in Brand geriet. Nach dem Fall der Phosphorbomben lief Pater Hähner nach draußen und brachte uns die Hiobsbotschaft. An der Frontmauer der Sakristei löschte er mit Sand, weil auch dort Phosphorflammen aufzuckten. Gleich darauf sind wir am brennenden Turm, dessen trockenes Gebälk von Flammen bald wie eine riesige Fackel entzündet war, vorbeigelaufen, um den schützenden Burgbunker zu erreichen. Auf der kurzen Strecke von der Kaplanei bis zum Burgbunker mussten wir immer wieder Deckung nehmen, um uns gegen die Tiefflieger zu schützen, die den brennenden Turm umkreisten und immer wieder in die Kirchentrümmer schossen. Über die Zeit von Dezember bis Ende Januar in Wassenberg berichtet Maria Domen. Die Christmette las Pater Hähner in der Kapelle von Schloss Elsum, wohin er mich mitnahm und welche mir in ihrem gottesdienstlichen Ernst unvergesslich bleiben wird. Die Botschaft des Friedens in einer so augenscheinlich friedlosen Zeit zu hören, trieb uns alle große Traurigkeit, aber auch Hoffnung ins Herz. Im Dezember und Januar hatte die Artillerie das Wassenberger Vorfeld erreicht und bald gab es keine ruhige Minute mehr. Die Granaten pfiffen über uns hinweg, aber sie schreckten uns nicht so sehr wie das verderbenbringende Heulen der Bomben bei einem Fliegerangriff, der, wie wir eigentlich erwarteten, bald auch unser schönes Wassenberg nach dem Heinsberger Beispiel niederwalzen müsste. Die letzten Tage nach der Zerstörung der Kirche haben wir nur noch in Bunkern leben und nicht ohne die größte Gefahr nach draußen gehen können. Wassenberg lag jetzt mitten im Kampfgebiet und wären jene Tage nicht abgekürzt worden, unsere Stadt wäre bald ein einziger großer Trümmerhaufen gewesen. Den Bombenangriff auf Wassenberg, der die vielen Todesopfer kostete, habe ich nicht mitgemacht, wohl jenen auf die Orsbecker Ruhrbrücke in der 2. Januarhälfte, 20. Januar. Unser Westwallbunker wurde so stark erschüttert, dass Frauen Weinkrämpfe bekamen und wir alle nur noch im Gebete Trost fanden. Meine Schwester und ich sind am 24. Januar 1945 in tiefem Schnee zu Fuß von Wassenberg fortgegangen. Ein weiteres Verbleiben war einfach nicht mehr möglich und ich glaube, dass wohl die meisten Zivilpersonen in diesen Tagen die verwüstete Stadt verließen, die einst ein so sauberes Kurstädtchen gewesen war. Wir alle glaubten damals, nach dem Kriege von Wassenberg nichts wiederzufinden, wenn uns das Schicksal zu den Überlebenden dieses grausamen Völkermordens zählen sollte. Darum war uns der Abschied besonders schwer. Anfang Februar wird die 5 Kilometer lange Frontlinie vor Wassenberg nur noch von 65 Mann mit 2 Granatwerfern und einigen Maschinengewehren verteidigt. Ab und zu bringt eine Nachschubeinheit Panzerfäuste und andere panzerbrechende Waffen. Am 26. und 27. Februar ziehen sich die letzten Stützpunkte zurück. In Wassenberg befindet sich zu dieser Zeit kein Einheimischer mehr, in Steinkirchen ist noch eine kleine Gruppe Unentwegter zurückgeblieben, auch in Obhoven, Birgelen, Forst, Eulenbusch und Krafeld, in Orsbeck und Luchtenberg befinden sich noch Zivilpersonen.
Nirgendwo sieht man mehr eine braune Uniform oder einen Angehörigen der Gestapo, die ihr Hauptquartier an der Erkelenzer Straße in Wassenberg längst aufgegeben hat. Jakob Kever schildert uns den 27. Februar in Steinkirchen. Die Salven werden immer häufiger, nachmittags rücken auch die letzten 6 Soldaten auseinandergezogen übers Feld in Richtung Effeld ab. Bei einbrechender Dunkelheit kommt noch ein Spätrupp ängstlich schleichend durchs Dorf. Das waren die letzten. Abends sind wir dann im Keller beisammen und nachdem wir unseren Herrgott in der üblichen Weise für seinen Schutz gedankt und um weiteren Beistand gebeten haben, suchen wir unser Lager auf. Zum Schlafen aber ist wohl keiner bei dem orkanartigen Toben der Artillerie gekommen. Das heftige Feuer hörte gegen Morgen des 28. Februar plötzlich auf. Wir haben gefrühstückt. Eine Frau, welche mal nach oben gegangen ist, ruft plötzlich in den Keller hinein: Was sind das für Soldaten, welche da auf der Straße nach Effeld ziehen? Der Amerikaner ist da. Gegen 9 Uhr werden wir durch ein energisches Raus aus dem Keller nach oben befohlen. Eine Anzahl amerikanischer Soldaten steht mit schussbereiten Maschinenpistolen in Anschlag an der Haustürspalier und wir müssen auf der Straße zum Abmarsch nach Obhoven antreten. Wassenberg ist an diesem 28. Februar 1945 eine tote und zerschlagene Stadt. Es gibt kaum ein Haus ohne Schäden. Während des Vormittags verstummt plötzlich das Artilleriefeuer. Das Donnern heranrollender Panzerwagen ist zu hören. Der erste Panzer dringt an der Bahnlinie entlang in Wassenberg ein. Jeeps und Trucks folgen und bahnen sich mühsam einen Weg durch die Trümmerstraßen. Die Brücken sind zerstört. Aus toten Fensteraugen schauen die menschenleeren Häuserzeilen auf fremde Soldatengesichter. Für Wassenberg ist der Krieg zu Ende. Pfarrer Bär mit seiner Wassenberger evakuierten Gruppe war am 30. Mai 1945 in Düsseldorf-Eller bei strömendem Regen angekommen, um über den Rhein zu setzen. Ein neues Hindernis trat in den Weg. Die Amerikaner sperrten den Rheinübergang. Die Ellerer hatten den Wassenbergern einen Lastwagen besorgt. Jetzt konnte sie nichts mehr aufhalten. Der Pfarrer setzte sich oben auf das Führerhaus, streifte eine rote Kreuzbinde um den Arm und dirigierte den Wagen unbeirrt an den Militärfahrzeugen vorbei über die Rheinbrücke. Uns liefen vor Freude die Tränen über die Wangen, als dieses letzte Hindernis genommen war. Jetzt lag Wassenberg greifbar nahe vor uns. Am 5. Juni 1945 fuhren wir in unsere geliebte Stadt ein. Die gesprengte Postbrücke gebot Halt. Ihr müsst über Miel und von Süd her nach Wassenberg, belehrte man uns. Also fuhren wir zurück über die Erkelenzer Straße, die bis vor kurzem noch Hermann-Göring-Straße geheißen hatte, und machten den letzten Umweg unserer langen Reise. Rasch hatte sich die Nachricht von der Heimkehr des Pfarrers und seiner Gruppe in Wassenberg verbreitet. Viele zogen ihm entgegen, an ihrer Spitze Pater Edelbert Hähner mit seinen Messdienern und dem Pfarrkreuz. Pater Hähner war von den Amerikanern zum ersten Bürgermeister Wassenbergs nach dem Kriege gemacht worden. Seine Aufgabe war nicht leicht, denn die unmittelbare Nachkriegszeit ging in einem wilden Strudel von politischer Leidenschaft, Rücksichtslosigkeit und Betrug unter. Flecken und Dörfer am Unterlaufe der Ruhr waren arg mitgenommen, alle Häuser waren ausgeplündert, ihre Einrichtungen oft mutwillig zerstört oder beschädigt, die Lebensmittel knapp. Das Hitlerregime, das vor 12 Jahren gegen den Wählerwillen der Wassenberger begonnen hatte, verschaffte sich einen Abgang, der weit über das hinausging, was Propagandaminister Goebbels vorausgesagt hatte. Wie viele sahen ihre Heimat nie wieder, liegen irgendwo in Russland, in Frankreich, in Italien, auf dem Balkan, in Norwegen. Ortsgruppenleiter Grünweller war ein Opfer seiner eigenen Weltanschauung geworden. Die Wassenberger Juden, in der Kristallnacht abtransportiert, kehrten nie mehr zurück. Wo die Synagoge gestanden hatte, wussten die jungen Menschen 1945 kaum noch. Das prachtvollste Kunstwerk Wassenbergs, die Georgsbasilika, lag in Schutt und Asche. Wie ein böser Traum versank eine Zeit, deren große Versprechen nichts anderes hinterlassen hatten als Tod, Hunger, Trümmer. Bis 1954 kehrten noch Kriegsgefangene heim. Das Getöse der Schlacht um das Ruhrtal war zwar längst verstummt, aber von Zeit zu Zeit erschütterten die Sprengungen der Bunker des Westwalls, welcher mitten durch Wassenberg lief, den unsicheren Boden, auf dem der Mensch sein Leben gestalten soll. Der Wiederaufbau begann. Die Trümmer verschwanden. 2558 Pferdekarren Schutt hinterließ allein die Georgskirche. Die alte Stadt Wassenberg trat verjüngt ins Licht, wie der mythische Vogel Phönix.
Helene Sonnenschein aus Miel beschreibt das Leben nach dem Kriege in der Heimat 1945. Nun war ich wieder in Miel. So manches war anders geworden. Man war dabei, wieder zu flicken, was die Artillerietreffer zerstört hatten. Zuerst mussten die Toiletten mit alten Steinen wieder aufgebaut werden. Da keine Klos zu kriegen waren, machte der Schreiner vorerst in der Damentoilette ein Brett darauf, wie in alten Zeiten. Vater wollte ja die Gastwirtschaft wieder eröffnen. Die Menschen kehrten nach und nach ins Dorf zurück. Diejenigen, die in Thüringen und Sachsen evakuiert waren, kamen zuletzt nach Hause. Thüringen und Sachsen waren russische Besatzungszone. Dort war eine Ausreise noch nicht direkt möglich. Die letzten Leute kamen erst kurz vor Weihnachten zurück. Unsere Dorfkirche hatte auch einiges abbekommen. An der rechten Seite fehlten die schönen bunten Fenster. Vorerst wurde vor dem Winter einfaches farbloses Glas eingesetzt. Miel hatte trotz allem noch Glück gehabt. In vielen umliegenden Dörfern waren die Kirchen zerbombt oder gesprengt worden. Der Pfarrer war wieder in unser Dorf zurückgekehrt. Es konnten wieder Messen gelesen werden. Auch viele Mieler Männer, die in Gefangenschaft waren, kehrten wieder heim. Ein Teil der Männer war verwundet und krank. Einige haben durch das lange Hungern und die erlittenen Verwundungen nicht lange überlebt. Die Zahl der Gefallenen und Vermissten wurde erst nach dem Krieg genau bekannt. Es waren 72 gefallene und vermisste Mieler Soldaten. Dazu kamen noch 9 Mieler Bewohner, die in der Heimat durch Bomben, Minen und Artillerie getötet wurden. Da noch alles in den Geschäften knapp war, gab es oft böses Blut. Da wir den Bäckerladen nach dem Krieg nicht mehr aufgemacht hatten, verteilte die Gemeinde vorerst bei uns im Ladenraum Brot und Lebensmittel. Ein Bauer hatte noch einen alten Backofen hinter dem Haus. Er brachte das Schwarzbrot mit einer kleinen Karre bis in den Laden. Die Leute standen Schlange. Der Bauer hatte ja keine Maschine zum Kneten. Deshalb bekamen die ehemaligen Hitlerjungen Bescheid und mussten zum Brottreten kommen. Heute lacht man darüber. Damals war das bitterer Ernst. Das Schwarzbrot nannte man Schweißfußbrot. Nach und nach kamen die Geschäftsleute wieder nach Hause und eröffneten wieder ihren Laden. Die Hauswebereien versuchten, soweit sie noch nicht zerstört waren, neues Material zum Weben zu bekommen. Man muss staunen, wie erfinderisch man damals war. Nach dem Kriege durfte kein Deutscher nach 22 Uhr draußen sein. Die Engländer fuhren ihre Runden durch den Ort. Es passierte mal, dass wir uns verspätet hatten. Dann mussten wir uns im Feld oder im Straßengraben verstecken. Von Weitem konnten wir ja schon die Autolampen leuchten sehen. Titta und ein Freund waren auch mal erwischt worden. Die Engländer luden sie in den Geländewagen und nahmen sie mit. Die restliche Nacht mussten sie in Wassenberg bei Kranen für die englische Mannschaft Schuhe putzen.